Und so. Dann beginnt es. Die Schwärme haben den schwachen Widerstand von den Menschen zerschmettert und 9 der 13 terranischen Welten in Schutt und Asche gelegt. Krieg ich jetzt meinen Döner? Warte! Kurz nach Fall der terranischen Hauptstadt Arsonis verließ die Hauptflotte der Protoss den terranischen Sektor. Im Moment wird auf Arsonis immer noch versucht, die letzten verbleibenden Truppen der Protoss auszurotten. Ah, jetzt sind wir noch mal Türke, jetzt sind wir schon Schweizer. In den Ruinen! Hauptstädte der Konföderation. Warte, mein Kind, und bade in der Glorie, die dein Geburtsrecht ist. Wisse, dass ich der Ohrenmeind bin, der ewige Wille des Schwarms. Und du wurdest erschaffen, um mir zu dienen. Ja, Meister. Sei bewusst, dass ich dich unter die größten meiner Zelebraten führen werde, damit du an ihrer Weisheit und ihrer Erfahrung teilhaben kannst. Dennoch dienst du einem einzigartigen Zweck, während sie meinem Willen unzähligen Boten weitergeben werden. Wird dir nur ein einziger Zögling anvertraut. What? Ich habe eine Kreatur gefunden, die vielleicht der größte meiner Agenten werden wird. Noch befindet sie sich in einem schützenden Kokon und erwartet ihre Wiedergeburt in den Schwarm. Du musst diesen Kokon beschützen. Und alles daran setzen, dass der Kreatur in seinem Innern kein Leid geschieht. Gehe jetzt und töte diesen Schatz wie deinen eigenen. Ei, ei. Ja, Meister. Ja, Boss, machen wir das. Voll krass. Der Tod kommt krass. Die Brutstätte ist das Herz einer jeden Zellkolonie. Sie generiert spontan Larven, aus denen dann wiederum deine verschiedenen Krieger und Arbeiter geschaffen werden. Erschaffe jetzt eine Drohne und beginne mit dem Sammeln von Ressourcen. Wir brauchen mehr Overlords. Kann er nicht auch zu einem Overlord morphen? Overlords dienen zur Steuerung deiner Untergebenen. Nimmt deren Zahl zu, musst du mehr Overlords ausbrüten, um sie zu lenken. Du hast genügend Mineralien. Wähle eine Larve an und lasse sie zu einem Overlord mutieren. Ist das schon mal die anderen sammeln? Und die dritte muss da zu einem Geysir werden, ne? Um neue Kriegerstränge zu erschaffen, musst du die verschiedenen Schwarmgebäude generieren. Die Drohnen mutieren zu solchen Strukturen. Aber Vorsicht, verwende nie deine letzte Drohne, um ein neues Gebäude zu erschaffen. Wird das mal wieder richtig chillig hier, sehr Garage Baby.
Krieger. Ja. Befiehl jetzt deiner Drohne, sich in ein Bootschleimpool zu verwandeln. Wie du siehst, können sich Gebäude nur auf einem Kriecher festsetzen. Du kannst Kriecherkolonien errichten, um den Kriecher zu vergrößern. Aber nur eine Brutstätte kann auf offenem Gelände erbaut werden. Deswegen kriegen wir noch keinen Vispingas. An dem müssen wir noch extra aussammeln, ne? Brutstätte, ne? Nee, Schleim. Kriecherkolonie. Ich glaube, ein, zwei Drohnen muss man noch fürs Vispingas abstellen, denke ich. Blutschleimpool, genau. Gut, das solltest du noch machen. Da. Wo muss noch eine nichts tun, eine Drohne? Perfekter Organismus. Ich bin Zars. Auch ich bin ein zerebrales Obermind. Ich habe eine kleine Gruppe Terraner ausgemacht, die dem Kokon und dem Schwarmpflaster gefährlich werden können. Du darfst nicht zulassen, dass sie lebend entkommen. Habe ich da gerade große Schiffe schon gesehen, ne? Oder große Mech? Von oben kommt was. Gemacht. Haben wir schon irgendwas Verteidigungstechnisches? Da war eine Drohne mit bei. Aber die sammelt weiter. Mit Realisten. Naturalisten können wir doch wahrscheinlich ihm wehtun. Ja.
Spaß. Ja, weil das direkt mehrere waren. Guck mal, da ist doch noch eine kleine Larve. Die kleine Larve könntest du noch zur Drohne machen und noch mehr Vespingas absammeln. Wir werden angegriffen, unten. Guck mal. Die organischen Einheiten reparieren sich selbst mit der Zeit. Sehr gut. Heilen, sagen wir mal. Weil die Drohne ist fertig. Wie brauchten wir jetzt für die Erweiterung von den Hüten? Wie viel Vespingas wir jetzt nochmal brauchten? 150. Ja. Konnten wir in der Brutschlammhöhle noch was ausbilden? Das da. Nee, gut. Ja, sehr gut. Und dann geht's gleich an Terraner-Festen. Die haben mich jetzt lang genug genervt. Das sollte jetzt reichen, um die Base zu beschützen hier. Die Jungs sehr hier. Und die Jungs hier. Da freuen sich aber die Kleinen. Die Drillisten freuten sich gerade darauf, dass jetzt evolutioniert wurde. Ihr armen Schweine. Kommt näher. Da sind noch nicht immer alle Vögel losgelaufen. Das sagt ja schon einiges. Warum? Aber die Zerg-Kampagne hat mir immer besonders viel Spaß gemacht. Ja, ich finde die auch irgendwie putzig. Ich kann nichts dafür. Putzig, yes. Das ist genau das, womit ich die Zerg beschreiben würde.
Okay, wir brauchen eine größere Truppe gleich. Offensichtlich. Naja, kannst ja nur die Palme nehmen. Ja, aber mehr halt. Mehr auf einmal. Größere Angriffsgruppe. Truppe. Ach so, und dann eine zwei aufgeteilt oder was? Nee, schon. Schon eine. Ach so. Jetzt wieder eine Larve. Schnapp sie dir! Wieder einer.
kommt irgendwie nur noch eine Larve. Dann kommen sie mal öfters, schneller. Hier ist noch eine. Ja, jetzt haben wir schon mal Kampfgruppe 1 wieder. Also die Kaserne ist direkt da drunter. Wow, ist doch ziemlich. Das ist die Gebäude. Vielleicht reicht das ja schon. Hier oben war nichts. Der muss die müssen irgendwo da unten sein oder uns vorbeigelaufen. Ah!
So, aber das soll es dann auch für heute gewesen sein, genau. Nehme ich mal, ne? Ja, also, ja, meine lieben Freunde. Summ, 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 wir gehen jetzt alle ins Bett. Gucken. Genau. Hast du morgen frei, Fampi, oder bist du immer noch am Stüssel? Du bist ja auch schon weg um die Zeit. Hätte nur beim Zocken die Zeit vergessen. Das geht auch. Urlaub, ja, gönn dir, gönn dir. Schon wieder? Ja, ja. Aber okay. Ja, dann würde ich mal sagen, bis morgen. Morgen dann wieder volles Programm. Watch Dogs, vielleicht Trucking Fire, vielleicht dann, vielleicht aber auch Skyrim. Und dann die Elektrobude, ja. Ne? Bis morgen. Nachti, Nachti. Jo, Nachti. Bis dann. Ciao. Vielen Dank fürs Einschalten.